Ja, schönen guten Morgen im Namen der Firma W&H. Mein Name ist Roland Gruber. Ich bin bei W&H zuständig für Vertrieb und Marketing in Deutschland und Österreich. Es freut mich, Ihnen heute das neue Implant mit vorzustellen, gemeinsam mit meinem Kollegen Andreas Lette aus dem Produktmanagement, der Sie jetzt durch die Präsentation führen wird. Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Es freut mich, dass ich die vierte Generation der ImplantMed vorstellen darf. Und die ImplantMed ist heute ein Global Player. Das heißt, wir sind international mit der ImplantMed vertreten und wird weltweit als das Maß der Dinge in der Implantologie geschätzt. Das neue ImplantMed zeichnet sich weiterhin durch Sicherheit aus. Es ist einfach zu bedienen und soll den Zahnarzt bei seiner Arbeit weiterhin sehr, sehr verlässlich unterstützen. Auch hier sehen wir bereits völlig neue Details der ImplantMed und diese Details werden im Anschluss jetzt dann sicherlich genauer erklärt. Ja, sehr schön hier schon zu sehen. Unser neuer kabelloser Fußanlasser. Da sind wir jetzt die einzigen mit einem kabellosen Fußanlasser, sozusagen beide Steuereinheiten PiezoMed und ImplantMed zu steuern. Ja, sicher, einfach und flexibel. Das ist unser Slogan. Und so ist auch dieses neue ImplantMed aufgebaut. Und es hält auch das, was es verspricht. Es ist sicher. Man kann Daten auf USB-Sticks abspeichern, das heißt, alle wichtigen Behandlungsdaten werden auf einem USB-Stick gespeichert. Es ist sehr einfach zu bedienen, hat ein völlig neuartiges Pumpenkonzept und es ist flexibel. Es ist flexibel aufgrund des kabellosen Fußanlassers und es ist jederzeit nachrüstbar. Die Ergonomie, Zuverlässigkeit und Sicherheit sind die wichtigsten Dinge, die das neue ImplantMed bietet, und die einfache Bedienung über das neue Pumpendesign sowie über das neue Touch-Display ermöglichen ein sehr stressfreies Arbeiten. Genau, wie Sie hier jetzt dann auch noch sehen konnten, haben wir jetzt auch die Garantie erhöht auf 2 Jahre auf das Gerät sowie auch auf den Motor. Wie gesagt, zukunftssicher. Dieses Gerät lässt sich jederzeit mit neuen Features nachrüsten. Zum Beispiel auch die Basisausrüstung kann jederzeit mit einem kabellosen Fußanlasser nachgerüstet werden. Zukunftssicher auch, es kann nachgerüstet werden mit einem Austell ISQ-Modul. Das ist in Deutschland ab Januar 2017 verfügbar. Und sicher, eben wie vorher schon erwähnt, sämtliche Behandlungsdaten können auf einem USB-Stick gespeichert werden. Was ist jetzt das ISQ-Modul? Austell ist eine sehr bekannte Methode, um die Implantatstabilität zu messen. ISQ steht für Implantatstabilitätskontrolle und das ist über den gesamten Osseointegrationsprozess möglich. Das heißt, man kann den Grad der Osseointegration oder den Grad der Stabilität bereits nach der Implantation messen und kann das über den ganzen Behandlungsablauf, also auch vor Belastung des Implantates, messen und damit erreicht man höchstmögliche Sicherheit für den richtigen Zeitpunkt der Belastung des Implantates. Die Austell-Methode ist schon seit den 90er Jahren bekannt und ist in jeder Implantatstudie enthalten. Das heißt, es ist der einzige derzeit verwendete Wert, um Implantatstabilität überhaupt zu vergleichen. Wichtig ist vielleicht dann noch da hinzugefügt, dass ja das Austell ICQ, wie gesagt, schon lange im Markt gibt, es etabliert ist, zahlreiche Studien dafür gibt und das Gerät an sich ja alleine bis dato über Austell ja nur direkt vertrieben wurde und jetzt für Sie als unsere Handelspartner natürlich sehr interessant, dass Sie diese Funktion jetzt auch mitvertreiben können und wir jetzt die einzigen Hersteller sind, die Chirurgiemotor und diese Austell ICQ-Funktion in einem Gerät sozusagen zusammengefügt haben.
Ja, das intuitive Bedienkonzept erreichen wir durch eine Glasoberfläche mit einem Touch-Display. Das heißt, wir haben wirklich mit einem einzigen Klick können wir auf verschiedene Funktionen zugreifen. Wir haben hier die Dokumentationsfunktion. Wir sind fit für eine Gemeinschaftspraxis. Das heißt, es können bis zu 6 Anwender dieses Gerät personalisieren. Und jeder dieser Anwender kann seine verschiedenen individuellen Einstellungen, auch Bohrprotokolle, selbst hinterlegen, sodass dieses Gerät jederzeit für seine Anwendung richtig programmiert ist. Völlig neu ist das Pumpenkonzept. Erstmals ist es gelungen, wirklich ein sehr, sehr einfaches Beladen der Pumpe durch die Assistenz zu gewährleisten. Und man hat es auch hier gesehen, es ist sehr, sehr einfach, ohne irgendwelche Hilfsmittel möglich. Und natürlich ist es der bewährte Pumpenschlauch, den wir bei W&H schon seit Jahren in den verschiedensten Generationen haben. Das heißt, sind die Pumpenschläuche, die Sie bis jetzt auch kennen, natürlich kompatibel. Das heißt, es gibt keine neue Nummer oder kein neues Produkt dafür. Das ist der bekannte Schlauch, den Sie schon bis dato kennen. Ja, Wireless. Wireless ist natürlich unsere Fußsteuerung gemeint. Und diese Fußsteuerung gewährleistet wirklich absolute Bewegungsfreiheit, auch wenn die Positionen häufig gewechselt werden. Und ein weiterer Vorteil, es gibt nur einen Fußanlasser und dieser eine Fußanlasser kann gleichzeitig 2 Geräte, zum Beispiel die Implantmed und das Piezomed, gleichzeitig steuern. Am Fußanlasser selbst kann man umschalten und wechselt zwischen den einzelnen Geräten hin und her und braucht nicht zu suchen, welches ist jetzt mein richtiger Fußanlasser oder aufpassen, fahre ich jetzt mit meiner Stuhlrolle über ein Fußanlasserkabel und schädige dies. Ja, das Schöne ist hier, hier sind wir dann die einzigen am Markt, die wirklich 2 Geräte, sprich Piezo-Chirurgie und den Chirurgiemotor Implantmed mit einer vor allem kabellosen Fußsteuerung bedienen können. Ja, diese Fußsteuerung ist kompatibel auch mit bestehenden W&H-Geräten. Das heißt, wir können mit diesem kabellosen Fußanlasser auch die Implantmed 2011 nachrüsten. Wir können das bekannte Elcomed SA 310 nachrüsten. Auch Piezomed ist nachrüstbar. Das heißt, es kann nicht nur im Package mit dem neuen Implantmed gekauft werden, sondern diese Fußsteuerung lässt sich jederzeit für alle bestehenden oder derzeit bestehenden W&H-Geräte verwenden. Andreas, vielleicht kannst du noch das IPX8 erklären, was das bedeutet. IPX8 und AP geprüft, das heißt, wir sind OP-Raum geeignet. IPX8 heißt nichts anderes, wie das Gerät, also der Fußanlasser muss auch noch unter 1 Meter Wassersäule in einem OP funktionieren. Und AP geprüft heißt, dass es in Verbindung mit Anästhesiegasen verwendet werden darf. Ja, was sind jetzt die Anwendernutzen? Die Sicherheit gewähren wir durch die Überwachung der Osseointegration nach der Implantation. Das heißt, es kann jederzeit die Implantatstabilität gemessen werden und jede Veränderung nach oben oder nach unten kann Auswirkungen auf das Belastungsprotokoll haben. Eine Veränderung nach oben wäre positiv, das heißt, der ISQ-Wert steigt an und zeigt mir damit, dass das Implantat belastungsfähig ist. Ein Abfallen nach der Implantation oder 1 Monat oder 2 Monate nach der Implantation wiederum bedeutet, dass die Osseointegration nicht wie vorgesehen funktioniert und dass hier entweder eine längere Einheilphase eingeplant werden muss oder das Implantat müsste überhaupt entfernt werden. Die Einfachheit gewähren wir durch das neue intuitive Bedienkonzept. Wie gesagt, über den Glass-Touch-Screen und auch durch die neuartige Pumpenbeladung. Zukunftssicher, auch ein Basisgerät kann jederzeit mit diesen neuen Features wie kabelloser Fußanlasser, Lichtmotor oder mit Ostel-Modul nachgerüstet werden. Genau, das Schöne, wie Sie
vorhin gesehen haben. Das ist bei einem ICQ-Modul mit USB, das ist ja bekannt, sozusagen Plug and Play. Und schon geht's los und kann jederzeit ganz unkompliziert nachgerüstet werden. Die weiteren Vorteile, wie zum Beispiel die neue Dokumentation. Es ist erstmals auch bei ImplantMed möglich, eine positionsbezogene Speicherung des Eindrehmoments oder des ISQ-Wertes auf einem USB-Stick möglich. Das heißt, es wird die Dokumentationsidentifikationsnummer eingegeben und zusätzlich kann man auch die Zahnposition anklicken und das jeweilige Eindrehmoment oder der ISQ-Wert wird direkt der Zahnposition zugeordnet. Für die Gemeinschaftspraxis, wie vorher auch erwähnt, für bis zu 6 Anwender geeignet. Das heißt, 6 Anwender können personalisierte Bohrprotokolle für die verschiedensten Anwendungen anlegen und damit die Anzeige auf dem Display verringern. Das heißt, es wird nur das angezeigt, was wirklich in diesem Bohrprotokoll notwendig ist. Zusätzlich kann man natürlich Über- und Untersetzungen eingeben und ein ganz interessantes Feature ist, dass die Drehmomentkurve nach der Insertion des Implantates direkt auf dem Schirm angezeigt wird und ich kann damit direkt sagen, ist mein Implantat vernünftig, primär stabil. Für die Hygiene ein wichtiger Faktor, der Bildschirm kann gegen ungewolltes Verstellen während einer Wischdesinfektion gesperrt werden und kann natürlich auch sehr leicht wieder entsperrt werden. Perfekte Balance. Sie werden im Anschluss daran auch sehen, der Motor ist sehr, sehr kurz und die Kombination Motor und Winkelstück liegt sehr, sehr gut in der Hand. Es gibt total stressfreies Arbeiten und es vermeidet eine Überlastung des Gelenkes. Hier der Unterschied zwischen den verschiedenen Motoren, die wir derzeit haben, das heißt vom Elcomed-Motor angefangen, über den derzeitigen Implantmed-Motor und der neue Implantmed-Motor, der noch einmal einen Zentimeter kürzer ist und trotzdem mehr Drehmoment hat als der bisherige Motor. Auch das Winkelstück wurde einen Zentimeter kürzer und damit haben wir es erreicht, eine perfekte Balance während dem Arbeiten zu ermöglichen. Hier ein Vergleich auch mit unseren Mitbewerbern und wir sehen hier, dass dieser neue Motor mit 6,2 Newtonzentimeter kürzer ist, stärker ist als alle unsere Mitbewerber, die derzeit am Markt vorhanden sind. Für dieses neue ImplantMed wurden 5 neue Übersetzungsinstrumente entwickelt. Diese 5 neuen Übersetzungsinstrumente sind die Instrumente, die am häufigsten benutzt werden und diese wurden mit einer LED ausgerüstet und mit Übergabekontakten, weil da der Motor den Strom direkt auf die Instrumente übergibt und damit ist eine Ausleuchtung bei jeder Drehzahl möglich und es ist auch möglich, die Nachleuchtdauer nach Abschalten oder nach Entlasten des Fußpedals einzustellen. Diese Nachleuchtdauer kann bis zu 30 Sekunden eingestellt werden. Hier noch einmal das komplette Lieferprogramm der neuen Instrumente mit diesen speziellen Stromübergabekontakten und den LED. Und die Kompatibilitätsliste, wie Sie sehen, passen alle bisherigen Hand- und Winkelstücke sehr wohl auf das neue ImplantMed. Nur diese neuen Winkelstücke sind nicht rückwärtskompatibel. Nur ganz kurz, Andreas, ich sehe gerade, dass die ersten Fragen eintreffen. Wir sind jetzt schon bei den letzten Folien und werden dann am Ende der Präsentation so ein
paar Minuten dann einzeln natürlich auf die Fragen noch eingehen. Ja, hier haben wir jetzt ganz was Neues integriert auf unserer W&H Website wh.com. Unter der Rubrik Einschulungen bzw. Online-Einschulungen werden Sie dann ab sofort alle neuen Produkte von W&H, die installationspflichtig, einweisungspflichtig sind oder erklärungsbedürftig sind, werden Sie hier die kompletten Schritte vom Auspacken bis zur Anwendung, bis zur hygienischen Aufbereitung finden. Das wird Sie helfen, dem Kunden helfen, sozusagen das Produkt näher kennenzulernen, sich erste Informationen vor der Kaufentscheidung einzuholen. Aber genauso, wenn die das Produkt haben, dass sie dann das selbstständig aufbauen, selbstständig sozusagen auch in Betrieb nehmen können und das Produkt näher kennenlernen. Und wir sind davon überzeugt, dass das Sie und uns gemeinsam natürlich dann auch unterstützen wird, dass dem Kunden das Gerät noch einfacher vor Ort dann einfach zu präsentieren bzw. zu erklären. Wie gesagt, das ist jetzt online, gibt es jetzt dann für die neue Implant-Med-Generation und werden wir Schritt für Schritt dann für alle W&H-Produkte dann noch weiter ausbauen. Ja, zusätzlich zu dieser Implant-Med-Online-Einschulung haben wir sämtliche Videos auf dem YouTube-Channel. Das heißt, hier finden Sie jeden einzelnen Schritt, der irgendwie zu erlernen ist, als FAQ-Video. Und Sie können jedes einzelne anwählen. Das beginnt mit dem Auspacken, das beginnt mit der Installation, das beginnt damit, wie programmiere ich, wie lege ich einen neuen User an, wie lege ich ein neues Bohrprotokoll an, bis zum Wechseln der Batterien des kabellosen Fußanlassers ist hier alles enthalten. Und das gibt Ihnen wirklich sehr viel Sicherheit, weil Sie das direkt an Ihren Kunden weitergeben können. Ja, und damit glaube ich, dass dieses neue Gerät das auch halten wird, was es verspricht, und dies heute und auch morgen. Und dieses kleine Video soll noch einmal darauf hinweisen, was mit diesem Gerät alles möglich ist. Genau, also das neue Implant-Med ist jetzt lieferbar seit 1. September, wird jetzt dann auf den ganzen Messen Infodentals und Fachdentals auch vorgestellt und ist sofort lieferbar. Gibt es dann, wie gesagt, in den 4 unterschiedlichen Varianten, jeweils mit Kabelfußanlasser bzw. kabellos, mit ohne Licht. Das ICQ-Modul ist eine Option, aber eben mit dem ständigen Vorteil, alles zu jeder Zeit ganz einfach nachrüstbar. Ja, Andreas, dann würde ich vorschlagen, schauen wir die Fragen, und das ist schon die erste ganz sehr interessante Frage. Deutschland hat mir das Thema jetzt auch in der Hygiene immer mehr, und Dokumentation ist ein großes Thema. Und Andreas, du hast ja vorhin sehr schön die Bohrprotokolle erklärt, und es ist die Frage, sind denn diese Bohrprotokolle verpflichtend für den Betreiber? Bohrprotokolle werden von den Implantatherstellern vorgegeben. Wir haben keine spezifischen Bohrprotokolle angelegt. Es gibt ein Standardprotokoll, das für die meisten Implantatsysteme passend ist. Aber Bohrprotokolle, so wie es der Implantathersteller angibt, für den jeweiligen Durchmesser, die jeweilige Länge, den Pilotbohrer und so weiter, diese ganzen Schritte sind nicht im Gerät angelegt, können aber von jedem Anwender selbst mit Namen, mit Personalisierung angelegt werden, sodass genau für das Implantatsystem, das er verwendet, auch das richtige Bohrprotokoll vorhanden ist. Und muss das jetzt dann dokumentieren, der Betreiber? Dokumentieren? Das Bohrprotokoll muss nicht dokumentiert werden. Was dokumentiert werden soll, ist mein Eindrehmoment. Ja, und das Eindrehmoment kann ich über die jeweilige Zahnposition sehr wohl dokumentieren. Gut, dann hoffe ich, dass wir diese Frage haben beantworten können. Eine weitere Frage noch, ob das alte sozusagen Implant-Med 923 noch zur Verfügung steht. Ja, das bleibt noch am Markt und kann noch jederzeit jetzt sozusagen auch verkauft werden. Das haben wir noch im Programm lieferfähig. Gut, dann noch Fragen.
Wie häufig muss das Gerät gewartet werden? Wie häufig muss das Gerät gewartet werden, ist in der Gebrauchsanweisung ganz genau definiert. Hier gibt es länderspezifische Vorgaben. In Deutschland sind es meines Wissens nach 3 Jahre, ja, wo das Gerät zu einem Service und zur Überprüfung gesandt werden muss. Ja, bevor jetzt dann noch eine Frage kommt, noch ganz kurz für Sie. Wir haben jetzt das neue Gerät auch mit unserer Goodiebook-Aktion am Markt. Sehr schöne Aktion für den Start, wo es dann zum High-End-Produkt, sozusagen das Gerät mit Licht und kabellosen Fußanlasser, eines der 5 Instrumente, also Hand- bzw. Winkelstücke, sich der Kunde sozusagen kostenlos auswählen kann und dann im Paket ihm so zur Verfügung gestellt wird. Ja, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr da sind, dann steht Ihnen ja jederzeit noch unser Ihnen bekannter Außendienst zur Verfügung. Sie können auch auf der Website Ihre Informationen einholen, selbstverständlich jederzeit bei uns anrufen oder uns kontaktieren. Wir freuen uns darüber und ja, wünschen Ihnen und uns gemeinsam jetzt dann viel Erfolg mit der Einführung der neuen Implant-Med und möchten uns immer recht herzlich bedanken. Und sagen? Auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass Sie sich zugeschaltet haben. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Verkauf des neuen Gerätes. Danke.